Alan kommt aus einem anderen Hintergrund. Er ist Psychologe, Psychiater, Psychotherapeut, Verzeihung, nicht Psychiater, Psychotherapeut mit eigener Praxis in Zürich. Ich denke, viele von Ihnen kennen ihn möglicherweise. Er beschäftigt sich schon seit sehr, sehr vielen Jahren, man kann sagen Jahrzehnten, mit, nicht nur, aber viel mit Jugendlichen, mit Jungen, Thema Konflikt, auch sehr häufig mit Thema Gewalt. Aber ich habe mir überlegt, ich habe ihn vorher gefragt, kann ich das so sagen, stimmt das? Alan Guggenbühl hat gesagt, ja, ich kann es nicht sagen, aber du schon. Und zwar habe ich gedacht, es ist wirklich jemand, der ein großes Wissen, eine große Erfahrung und ich glaube, ein großes Herz für Junge und Jugendliche hat. Und er kriegt heute zweimal so eine Art carte blanche, es heißt zwar nicht so, aber ich habe es jetzt so getauft, und zwar können wir Alan Guggenbühl, der unter anderem übrigens auch Professor an der Pädagogischen Hochschule in Zürich ist, jetzt hören mit einem Input. Und fast ganz am Abschluss des Tages nochmal. Und ich glaube, das gibt Ihnen einen weiteren, wie soll ich sagen, einen weiteren Teil an Inspiration mit, wie man das angehen kann und soll. Freue mich sehr. Bitte, Alan Guggenbühl. Gut, vielen Dank für diese einführenden Worte. Es freut mich, hier zu sprechen, obwohl ich Sie jetzt alle nicht sehe, aber Sie sehen mich. Ich möchte zuerst sagen, was ich eigentlich jetzt machen möchte. Also was ich jetzt machen werde, wäre ein paar Impulse geben, ein paar Gedankenansätze zur Jugend, zur was wichtig ist für die Jugend. Man muss sehen, wenn Sie jetzt so etwas hören, wenn Sie jetzt ein Referat hören, dann ist es ja so, dass Sie in einer Woche vielleicht noch 10% von dem wissen, was gesagt wurde. In einem Monat wissen Sie 10 von 10%. In 3 Monaten wissen Sie wahrscheinlich 10 von 10 von 10%. Aber das Interessante ist, dass Sie in 3 Monaten, wenn Sie also 10 von 10 von 10% wissen, dass oft nicht das ist, was gesagt wurde. Das ist etwas, das ich immer wieder erfahre, dass jemand auf mich zukommt und sagt, sehr gut, was Sie gesagt haben. Vor einem halben Jahr habe ich Sie gehört. Und er sagt mir etwas, das ich gar nicht gesagt habe. Aber, und das ist ganz wichtig, ich glaube, es ist ganz wichtig hier, aber allgemein, dass das eigene Denken wichtig ist. Und diese Impulse, die ich jetzt gebe, die dienen nicht dazu als der Wahrheit letzter Schluss, sondern als Anregung, damit man selber denkt. Darum habe ich solche Leitsätze geprägt. Ich beginne mit dem ersten Leitsatz. Die Jugend hat ein Recht, nicht verstanden zu werden. Jetzt denken Sie, ja, aber Jugend muss man ja verstehen und ich natürlich als Jugendpsycholog verstehe die Jugend besonders gut und so. Das sind so Gedanken. Aber man muss sehen, die Jugendlichen sind in einem anderen Alter. Sie sind oft geprägt von einer anderen Epoche. Sie werden geprägt von anderen Themen, von einem anderen Umfeld. Und man weiß, es gibt immer Zeitepochen. Es ist aber auch so, dass es ja die Jugend oder den Jugendlichen nicht gibt. Es gibt immer nur den einzelnen Menschen und jeder Jugendliche ist anders, das ist klar. Das heißt, Jugend ist so eine Vorstellung, die wir haben, eine Vorstellung, die sich auf eine bestimmte Altersgruppe bezieht. Die Einzeljugendliche ist dann, und diese Vorstellung ist natürlich genährt, wird natürlich gespiesen durch eigene Erfahrungen. Wir alle waren ja auch mal jugendlich, auch wenn man älter ist, war man ein Jugendlicher. Und das führt zu einem eigenartigen Phänomen. Es ist so, der Abstand zwischen einem 16-Jährigen und einem 25-Jährigen oder 16-Jährigen und einem 30-Jährigen oder 40-Jährigen ist immens viel größer als der Abstand zwischen einem 25-Jährigen oder 40- oder 50-Jährigen zu einem Jugendlichen. Wieso? Das ist ein interessantes Phänomen. Wenn Sie einen 16-Jährigen fragen oder sagen, wie ist der oder sie und sich auf eine Person beziehen, die 20 ist, dann sagen Sie, das weiß ich auch nicht. Wenn man 20 ist, dann ist man wirklich erwachsen. Also für einen 16-Jährigen ist ein 20-Jähriger schon ganz in einer anderen Sphäre, in einer ganz anderen Epoche. 25 noch mehr. 30, dann ist der Fun vorbei langsam.
den Rest, dann, ja, dann spricht man auch noch 40-Jährigen, dass man die überhaupt noch herumlässt, 50-Jährigen, dann ist langsam der Abgang. Das sind so Vorstellungen. Der Grund ist, wir alle haben Bilder im Kopf. Wir alle haben Vorstellungen im Kopf von dem, was Jugend ist, was jugendlich ist. Und das wird genährt durch eigene Erfahrung. Das hilft uns, die Jugend zu verstehen, aber es führt oft auch zu Missverständnissen. Und darum ist es zu sehen, dass jeder Jugendliche ist immer ähnlich, aber auch anders. Und Jugendliche wollen oft nicht Erwachsene haben, die quasi vorgeben, ich verstehe dich, ich verstehe das ganz, weißt du, ich war auch damals so unsicher, weißt du, ich war damals auch so rebellisch. Das wollen sie nicht, weil sie denken, das ist ein Alter. Sie wollen Erwachsene. Für uns ist das vielleicht nicht immer so angenehm, aber das ist ein Punkt. Darum hat die Jugend ein Recht, nicht verstanden zu werden. Dann der zweite Leitsatz. Es ist ja so, wir leben in einer sogenannten Gerontokratie. Also damit meine ich, dass wenn man die Jugendlichen psychologisch ansieht, also von seinen Fähigkeiten, Kompetenzen, die er hat, also, dann ist es ja so, dass man ab 14 Jahren eigentlich alle Kompetenzen, Eigenschaften, Gefühle, Qualitäten hat, die auch ein Erwachsener hat. Also der Unterschied ist im Grunde genommen nur graduell. Ein 14-Jähriger verliebt sich, ein 14-Jähriger setzt Ziele, ein 14-Jähriger hat Leidenschaften, ein 40-Jähriger hat Zwiespalt, ein 14-Jähriger macht sich Gedanken über die Welt, über die Religion, gibt es Gott, kein Gott. Das ist eigentlich ganz ähnlich. Aber in unserer Gesellschaft, ich spreche jetzt von westlichen Gesellschaften, so ist es so, dass der Anteil der Jugendlichen, also der unter 20-Jährigen, sehr klein ist, 18-19%. Und das ist ein demografisch neues Phänomen. Wenn Sie andere Gesellschaften ansehen, oder wenn Sie natürlich auch Länder wie Mexiko, Südamerika, Afrika nach voran sehen, dann sind eigentlich der Anteil der Jugendlichen viel, viel höher. 40%, 50% oder so, das ist ganz... Und dies beeinflusst natürlich die gesamte Gesellschaft, die gesamte Haltung, die wir haben. Das heißt, unsere Gesellschaft wird ganz stark von Werten geprägt und diese sind dominant und gelten als normal, die die Alten, die Geronten eigentlich entwickelt haben. Die Geronten, eben das sind die sagen über 30, 40-Jährigen, die Geronten haben natürlich andere Werte, oft andere Vorstellungen, oft andere Prioritäten im Leben. Es gibt verschiedene Dinge. Zwei Themen sind wichtig. Zwei Themen die werden oft im Alter viel wichtiger als also bei älteren Menschen als bei Jugendlichen. Ein Thema ist natürlich Gesundheit. Je älter man wird, desto mehr ist Gesundheit ein Thema. Wenn Sie Gespräche von über 60- oder 70-Jährigen hören, wenn Sie sich begegnen, dann reden Sie nicht, ah, ich hatte eine coole Party da, und kennst du den neuen YouTube-Film, sondern über was spricht man? Ja, ich habe Probleme jetzt mit meiner linken Hand und so. Man spricht über Krankheiten, Besorgnissen. Die Gesundheit ist etwas ganz Zentrales, ein zentrales Thema, die bei eben den sogenannten den Alten vorhanden ist. Aber bei der Jugend ist das nicht so. Wenn Jugendliche sich treffen, Jugendliche haben das Gefühl noch, das Leben sei ewig. Weil es dauert ja eine Ewigkeit, bis man 20 wird, noch viel länger, bis man 30 ist. Und wenn man 40 ist, gibt es dann die Welt überhaupt noch. Das ist ein ganz anderes Daseinsgefühl. Die Gesundheit hat also auch eine andere Bedeutung. Vorhin wurde gesagt, dass Jugendliche viel mehr Unfälle machen. Das ist klar. Klar, weil sie sich auf Englisch sagen, invincible, unverletzlich fühlen. So, das ist ein Thema. Gesundheit. Dann kommt ein anderes Thema. Sicherheit. Sicherheit ist auch etwas, das je älter man wird, desto wichtiger ist und für Jugendliche eine andere Bedeutung hat. Da ist es mehr so eine Angstlust, so etwas Spannendes zu erfahren. Das sind so Dinge. Also Jugendliche sind eigentlich im Grunde genommen in vielen Dingen sehr ähnlich, also eigentlich Erwachsene mit 14, warten darauf, ins Leben zu gehen, warten darauf, zu experimentieren, warten darauf, Sachdinge zu erleben. Aber in unserer Gesellschaft, was passiert? Sie werden in einen Warteraum geschickt. Also das heißt,
sie bekommen noch nicht eine bestimmte dominante Rolle. Karl der Große war, glaube ich, 16, als er Kaiser wurde, ich weiß es nicht genau, aber sie wurden in einen Warteraum geschickt. Der Warteraum besteht natürlich aus Bildung, Ausbildung. Jetzt, Bildung ist ganz wichtig, also ich will das gar nicht relativieren, das ist etwas enorm Wichtiges, aber Bildung heißt immer auch Unterwerfung. Ist immer auch Unterwerfung. Und das heißt, also man muss sich anpassen an die Alten, anpassen. Und das ist nicht immer einfach. Ich habe das selber erlebt in Experimenten, als ich mal die Rollen umkehrte. Also wir Erwachsene werden genau gleich, reagieren gleich. Die Gefahr ist, dass man dann infantilisiert wird. Die Gefahr ist dann, dass man dann eigentlich Verhaltensweisen zeigt, dass man dann eigentlich quasi sich auf eine Art benimmt, die dann fast kindisch ist. Und das geschieht. Und das ist das Problem, der Zwiespalt. Das heißt, man muss Jugendlichen eine Aufgabe geben, man muss ihnen auch Macht abtreten, man muss ihnen auch das Recht geben, etwas zu machen, zu scheitern, oder? Aber gleichzeitig muss man sich natürlich auch einführen. Hier haben wir ein weiteres Problem. Bei uns ist es so, dass man natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten hat. Also es ist in unserer Gesellschaft ist es ja nicht vorgegeben. Schon, wir haben nicht klar, sagen wir, wenn der Vater Schuhmacher war, dann ist der Sohn auch Schuhmacher oder so. Wir haben nicht klare Einführungsrituale, könnte man sagen, Einführungsformen, sondern wir haben eine immense Vielfalt von Möglichkeiten. Wenn man denkt, die Anzahl Lehren, die es gibt, das ist unglaublich. Und das Problem ist, dass man weiß, dass der Mensch überfordert ist, wenn er mehr als 10 oder 15 Optionen hat. Oder das kennen Sie, wenn Sie sagen, in den Vereinigten Staaten in einen Laden gehen und in ein Einkaufszentrum, Sie wollen Cornflakes und es hat 60 oder 70 verschiedene Cornflakes-Marken, dann sind Sie überfordert. Es ist zu viel. Was machen Sie dann, wenn Sie so viel so Cornflakes haben? Was machen Sie dann? Sie fragen dann, Sie ziehen sich zurück und mobilisieren ein alternatives Bewertungssystem. Sie fragen dann einen Kollegen, einen Freund oder so. Und das passiert auch in der Berufswahl. In der Berufswahl ist es auch so, dass, das weiß, viele Berufswahlen sind fast wie dem Zufall überlassen. Man hat einen Onkel, der das macht, einen Kollegen, die Umgebung. Und diese Vielfalt ist oft schwierig. Und im Grunde genommen ist es oft die soziale Umgebung, der Zufall, der zu einem Beruf führt. Das ist an sich nicht schlecht, oder? Weil wichtig ist, dass ja die Jugend einen Weg wählt, oder? Aber es ist doch ein Problem, das man beachten muss. Und darum ist es vielleicht auch Beratung, Coach sind dermaßen wichtig, um den richtigen Weg zu zeigen. Wenn Sie jetzt dann in einem, sagen Sie, sich entscheiden, dann gibt es natürlich verschiedene Faktoren, die wichtig sind, damit der Berufswahl gelingt. Und was man eigentlich weiß, der wichtigste Faktor ist natürlich eine Bezugsperson. Jemand zu finden, mit dem sich ein Jugendlicher identifizieren kann, den ein Jugendlichen bewundert, den ein Jugendlicher schätzt. Und das ist auch wieder nicht einfach. Diese Bezugsperson, also der Lehrmeister, die Lehrmeisterin, diese muss auch verschiedene Qualitäten haben. Die wichtigsten Qualitäten sind eigentlich, sie hat wie zwei Qualitäten. Einerseits Bezugsperson sein, das heißt also eine emotionale Beziehung haben. Emotional heißt, ist etwas Irrationales, etwas, das man nicht steuern kann. Emotional, also auch Gefühle sind ganz wichtig. Gefühle sind die Basis des Lernens. Andererseits aber auch muss sie eine erwachsene Person sein. Auch einen Gegensatz markieren, auch eine andere Zeit markieren, auch Wissen markieren, auch Repräsentant eines Systems, eines Berufszweiges sein. Wir haben also eine Doppelrolle. Jugendliche haben in der Regel, gemäß meiner Erfahrung, es gibt immer Ausnahmen, Lehrmeister, die dann zu rasch Nähe suchen, zu offen sind, zu kollegial sind, da gibt es eine Gefahr, weil da ist die Rolle des Gegensatzes dann nicht mehr so da. Da gibt es andere Punkte. Wir sind eine Gesellschaft, die sehr viel heiße Luft produziert, sehr viele Worte braucht eigentlich, wo man genau merkt, es ist nicht wirklich authentisch und ernst gemeint.
Das ist auch wichtig. Es ist wichtig bei Begegnungen. Man sagt, der Mensch ist ein Wesen, das, wenn er sich begegnet, Töne austauscht. Das ist ganz wichtig. Aber viele dieser Worte sind natürlich reine quasi Rhetorik, reine heiße Luft. Und da muss man auch aufpassen. Man braucht diese heiße Luft, aber Jugendliche sind ja in der Regel nicht dumm. Wenn dann ein Lehrmeister sagt, ja, weißt du, es ist ganz klar, jede Meinung ist wichtig für mich und für mich bist du eigentlich, für mich ist die, ich bin offen, auch für Kritik, dann wissen ganz viele Jugendliche, ja, ja, das sagt er jetzt so, aber wirklich offen ist er, wenn ich ihm mitteile, dass er ganz schlecht erklären kann, dass er nicht präsent ist und das eigentlich und so, dann will er das nicht wahrnehmen. Und da muss man aufpassen. Man muss aufpassen. Ich plädiere eigentlich immer dafür, dass man das sagt, was man denkt, auf eine zivilisierte, respektvolle Art und nicht in das Talk hineinkommt. Das ist ein großes Problem der Schulen. Schulleitbilder entwerfen Bilder von Kontakt. Firmen machen das. Das ist alles so sehr, sehr, sehr viel heiße Luft. Ein Lehrmeister, wenn man mit Jugendlichen zu tun hat, muss man sogenannt echt sein. Also auch ein Wagnis eingehen. Das sind so ein paar Gedanken. Ich habe noch mehr Gedanken, aber ich werde jetzt schließen. Ich hoffe, Sie waren einigermaßen verständlich. Vielen Dank.